Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist zwar schon alles gesagt, bloß noch nicht von mir. Das ist natürlich verlockend. Lassen Sie mich deshalb so ein paar Punkte einfach nur noch mal highlighten. Das Erste ist, wir haben in diesem Haushalt grundsätzlich als Koalition zum dritten Mal in Folge eine schwarze Null. Wir werden sogar im Gesamtbundeshaushalt 700 Millionen Euro an Altschulden tilgen. Ich halte das für eine große Leistung. Und wenn man im Land herumguckt, 11 Länder werden ja nicht von der CDU, CSU und dem Bereich regiert. Ja, dann sehen Sie mal einen Unterschied. Dann, lieber Herr Professor, in dem Sinne lieber eine schwarze Null als ein roter Zocker. So, Punkt 1. Punkt 2. Versprochen und gehalten, das stimmt auch für den Haushalt und für den Plan des Bundesgesundheitsministers. Die im letzten Jahr weggenommenen 500 Millionen sind diesmal wieder drauf. Das hat der Minister damals angekündigt, übrigens auch Herr Lauterbach, ehrlicherweise zu sagen. Gemeinsam diesmal wieder drauf, gesprochen und auch gehalten, ist ein weiteres Markenzeichen auch in diesem Bereich. Und lassen Sie es mich kurz machen, man könnte eine Menge aufzählen an den guten Leistungen dieses Ministeriums, seiner Führung, der Staatssekretärinnen und Staatssekretärs. Ich finde, Hut ab, Herr Minister, für das, was Sie geleistet haben, für Ihr Ressort, für die Patienten und Versicherten und damit für die Menschen in unserem Land. Respekt. Und anstatt sich auf dieser Welle des Erfolges, die es ja ist, Herr Kollege, auch ein Stück mittragen zu lassen, natürlich haben Sie als Koalitionspartner auch einen Anteil daran, das ist unstrittig. Stattdessen versuchen Sie, die Axt an dieses erfolgreiche Gesundheitssystem zu legen und beginnen immer wieder die Diskussion zur sogenannten Bürgerversicherung. Das ist doch richtig. Da will ich mal, ja, ich will hier nicht bestreiten, dass Ihnen damit gelungen ist, einen relativ sympathisch klingenden Begriff zu kreieren. Aber er suggeriert natürlich Falsches. Erstens sind mal alle Leute versichert, das haben Sie vorhin ja selber dargestellt. Und der zweite Bereich ist, dass natürlich die Situation bei der Bürgerversicherung so ist, dass sie eben nicht, wie auch immer geartete Probleme, die Sie ja gar nicht erst beschreiben, löst. Was, bitte schön, löst sie? Nachhaltig wie? Bis heute haben Sie es nicht dargelegt. Ja, fangen Sie gerne damit an, aber dann machen Sie es bitte auch nachhaltig. Und dann setzen Sie sich bitte auch mit den Punkten auseinander, um die es dann geht bei der Bürgerversicherung, wo Sie dann bitte eben schön auch sagen müssen, es stimmt nicht das Prinzip, was Sie gerieren, allen Wohl, keinem Wehe. Richtig ist, das sagt Ihnen Verdi, das sagt Ihnen die Hans-Böckler-Stiftung mittlerweile in der zweiten Studie, dass Sie Zehntausende von Arbeitsplätzen vernichten. Vernichten. So, und da sagen Sie, ja, das wollen wir ja gar nicht. Aber Sie sagen, nein, das ist nicht Quatsch. Es steht doch sogar in den Studien drin. Ich habe Sie doch gar nicht in Auftrag gegeben. Also, dass wir die Hans-Böckler-Stiftung beauftragt haben, stimmt nicht. Es gibt 4 Szenarien, gnädige Frau. Da sagen die im Zweifel zwischen 22.000 und 56.000 Arbeitsplätze Verlust, die nicht kompensierbar sind. Ihr Ansatz des Kollegen, den ich gesehen habe von der SPD, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in einer Zeitung, das könne man alles kompensieren. Da könne man ja Pflegestellen draus machen. Dieser Ansatz stimmt nach der Böckler-Stiftung nicht. Und Sie müssen das hier und heute oder woanders dann erklären und sagen, warum Sie bei Tengelmann einen Bundeswirtschaftsminister haben, der sagt, wenn es um 15.000 Arbeitsplätze geht, beuge ich das Wirtschaftsrecht. Und wenn es um 50.000 Arbeitsplätze geht, dann erkläre ich das zum zentralen Ziel meines Wahlprogrammes, diese Arbeitsplätze zu riskieren. Das kann nicht gehen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Gabriel muss sich hier zu seiner Verantwortung bekennen. Er muss sagen, ob er die gleiche Messlatte anlegt wie bei Kaisers Tengelmann oder ob 15.000 Arbeitsplätze im Einzelhandel ihm wichtiger sind als 50.000 in der Versicherungsbranche. Beides zusammen kann man nicht machen. Man kann sich nur bei der gleichen Latte messen lassen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der versicherten Branche haben den gleichen Schutzanspruch wie die Mitarbeiterinnen im Einzelhandel. Und deswegen sage ich, wenn er zu diesem Projekt die Hand reicht, was nach allen uns vorliegenden Gutachten im Wesentlichen dazu führt, Arbeitsplätze zu vernichten. Und da will ich mich nicht streiten, ob es 50 oder 100.000 sind. RWI sagt,
das RWI sagt, nur volkswirtschaftlich negative Folgen. Wenn er vor dem Hintergrund dessen, was er bei Tengelmann gemacht hat, bei der Bürgerversicherung ja sagt, dazu die Hand reicht, dann finde ich, kann er auch gleich seinen Hut nehmen. Wir haben in der Diskussion zu diesem Haushalt heute auch eine Menge gehört zum Thema, was verabsäumt worden sein soll. Ich glaube, dass man bei dieser Regierung, bei diesem Minister zu Recht sagen kann, was wir an Gesetzen auf den Weg gebracht haben, hat den Menschen genützt. Die Qualität in den Krankenhäusern wurde erhöht. Und die Ausschreibung zur Frage der unabhängigen Patientenberatung, die wurde vom Parlament in den Strukturen festgelegt. Sie ist vom Parlament festgelegt worden. Und es war die Aufgabe seitens des Ministeriums, seitens des zuständigen Staatssekretärs, aufgrund dieser Ausschreibung zu entscheiden. Das hat er gemacht. Dazu ist die Vergabekammer angerufen worden. Sie hat keinen Verfahrensverstoß festgestellt. So. Und damit muss man dann auch mal leben, dass eine Ausschreibung auch ein nicht gewünschtes Verfahren aus Sicht von Dritten haben kann. Das mag sein. Aber diese Verfahrensfragen sind ordentlich nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden. Und das Ergebnis ist, dass auch die telefonische Befragung deutlich mehr in Anspruch genommen wird. Das war doch unser Ziel, dass wir eine höhere Durchdringung haben wollten, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, dieses Instrument in Anspruch zu nehmen. Und findet es statt. Und dann, finde ich, sollte man dieses nicht hinterher kritisieren, als irgendetwas Schlechtes, als irgendetwas Vorgeformtes, sondern hier ist in der Tat im Wettbewerb ein anderer Bewerber, als Sie es sich vielleicht vorgestellt haben, gewählt worden. Aber die Arbeit, die er dort macht, die erreicht offensichtlich mehr bedürftige Menschen, Patienten, Versicherte, als es vorher der Fall gewesen ist. Haben wir doch die Kraft, in Ruhe abzuwarten. Wenn es in Zukunft Probleme geben sollte, dann wird man darauf ja dann auch sachgerecht entsprechend dann auch reagieren. Und ein letztes zum Thema Pflege, weil von gesagt worden ist, wir hätten alles nur teurer gemacht und uns nicht um die Probleme gekümmert. Ich verstehe gar nicht, wenn auf der einen Seite gesagt wird, ihr müsst den Pflegerinnen und Pflegern mehr bezahlen. Da bin ich schon der Meinung, dass wir sehr aufpassen müssen, wie wir Dienst am Menschen auf Dauer finanzieren bzw. auch bezahlen und Dienst an der Maschine. Da sind wir nicht so weit auseinander, wie Sie vielleicht glauben. Aber wenn dieser Minister sagt, dafür erhebt er einen höheren Beitrag und gibt über den Weg jährlich 5 Milliarden mehr ins System, dann ist das doch eine Voraussetzung dafür, um dem, was Sie sich wünschen, überhaupt gerecht werden zu können. Und da, finde ich, hat er Dank verdient, denn das ist ein mutiger Schritt gewesen, den die Große Koalition gemacht hat. Wir haben gesagt, wenn wir mehr Geld für die Pflege brauchen, dann müssen wir auch bereit sein, mehr Geld einzusammeln. Das ist nicht populär. Aber ich glaube, dass man sagen kann, es ist gerade, wenn man sich diesen Bereich der älter werdenden Generation, Sie haben es angesprochen, anschaut, es war der richtige Weg, es war ein schwieriger Weg, aber ich glaube, gemessen an dem, was dort auf uns zukommt, war der Mut der Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt bei diesem Minister gegeben, auch bei der Großen Koalition. Und insofern bleibe ich dabei. Das, was der Minister geleistet hat zusammen mit seinem Haus, das, was die Große Koalition politisch unterlegt hat, in die sie diesen Weg mitgetragen hat, war ein guter Weg für die Gesundheitspolitik Deutschlands. Und es ist mehr passiert als in vielen Legislaturperioden vor uns. Und darauf sollten wir gemeinsam auch als Koalition stolz sein. Vielen Dank.